Ja, dann Thema Schlafsack. Das war der Carinthia Defense 4, den ich da dabei hatte. Das ist sicherlich nicht die beste Wahl für einen Outdoor-Touren-Schlafsack, wenn einem die militärischen Features, die dieses Ding doch noch hat, eigentlich überhaupt nichts bringen. Da könnte man sicherlich schon was erheblich Leichteres mit deutlich geringerer Limit-Temperatur finden, weil der war eigentlich zu warm. Und so, da hätte ich bestimmt noch mal ein halbes Kilo sparen können, also beim Schlafsack. Also ohne jetzt auf Daune umzusteigen. Also schon ein Kunstfasermodell. Einfach mal ein paar Grad runtergehen mit der Extremtemperatur, die es dann maximal haben, also minimal haben darf, streng genommen. Ja, bestimmt noch mal 500 Gramm hätte ich da sparen können. Ich glaube, der Defense 4 wiegt knapp ein Kilo, 2 Kilo. Und für 1,5 Kilo, da gibt es auch schon Schlafsäcke, die so ein bisschen in den Minusbereich reinreichen, realistisch, also so minus 5, minus 4, das hätte jetzt eigentlich für die Jahreszeit schon gereicht, in Anbetracht dessen, dass ich ja noch ein Zelt hatte, was halt nochmal für zusätzliche Temperatur sorgt. Ja, trotzdem bereue ich nicht, ihn mitgenommen zu haben und ich würde ihn so auch nochmal mitnehmen, einfach weil ich mich wohler fühle, wenn ich einen Schlafsack habe, der fast schon ein Biwaksack ist, weil der ist ja stark wasserabweisend. Man kann mit dem Ding, wenn es einem das Zelt verreißt, also auch unter dem nächsten Felsblock in irgendeine Felsspalte einigermaßen reinkriechen und da so halbwegs überleben, schön schlafen, kann da keine Rede mehr von sein. Und auch für irgendwelche Hüttenübernachtungen in so halboffenen Hütten, wo es dann möglicherweise mal ein bisschen reinregnen könnte, da ist mir das dann auch wichtig, dass mein Schlafsack einfach halt ein bisschen mehr Wasser ab kann. Und wenn man in den Schlafsack kriegt, dann muss es halt super warm sein, dann muss es dann nichts, darf es auf keinen Fall darf man auch irgendwie frösteln, wenn man im Schlafsack liegt. Auch wieder Faktor für die Psyche. Bei mir wichtig, ich bin da jetzt nicht der allergrößte Einzelkämpfer. Also ich bin jetzt nicht unbedingt labil und kriege jetzt wegen jedem Felsen, der über den Weg rollt, weil er irgendwo auf den Berg geplumpst ist oder sowas, kriege ich jetzt nicht gleich die Riesenflatter. Oh, jetzt kommt eine Gerölllawine. Oder oh Gott, es regnet, ich muss sterben. Also so gehe ich jetzt auch nicht durch die Landschaft. Aber ich brauche schon wirklich so meine Hilfsmittelchen, meine gute Ausrüstung und meine Reserven in der Qualität der Ausrüstung, dass ich auch dann weiß, okay, wenn jetzt doch mal ein wirklich völlig unvorhersehbarer, krasser Kälteeinbruch kommt, und sowas ist realistisch, das kann schon passieren, dann habe ich halt einen Schlafsack, der wirklich auch nochmal diverse Grade Reserve bietet. Also diverse Reservegrade sozusagen an Kälte, der man damit trotzen kann. Und außerdem war es halt wirklich so, wann immer ich in den Schlafsack gekrochen bin, auch wenn ich fertig war, auch wenn ich jetzt ein bisschen weniger gegessen hatte, man heizt dann schlecht. Die Wärmeleistung vom Schlafsack geht dann deutlich zurück. Dann ist es halt auch wieder gut, wenn er grundsätzlich ein super warmer Schlafsack ist. Dann reicht das bisschen, was man dann überhaupt noch heizt, an Körperwärme abgibt, halt dann deutlich eher aus, um da dann noch gut drin schlafen zu können. Und einfach das für die Psyche, einfach das Wissen, okay, selbst wenn jetzt nochmal der Winter wiederkommt, dann komme ich zwar nicht vorwärts und habe diverse Probleme, aber ich muss auf keinen Fall erfrieren. Ich habe immer noch ein Zelt, das definitiv diesen Bedingungen standhält und habe einen Schlafsack, in dem ich dann noch immer noch wunderbar warm schlafen kann. Nicht einmal auch nur ansatzweise gefroren habe ich. So, wer die technischen Daten von dem Ding nicht kennt, ich glaube, der hat eine Komfort-Limit-Temperatur von minus 15 und eine Komfort sozusagen. Also für die durchschnittliche Frau von, ich glaube, 70 Kilo. Nee, die ist ein bisschen leichter, die wiegt 60 Kilo, ich weiß es nicht. Die gerade noch nicht friert und mit leichter Kleidung bekleidet ist. Also irgendwie Funktionsunterwäsche oder sowas. Und das ist, glaube ich, minus 8 oder minus 7. Und der gleiche Typus Mann, der schafft minus 15 da drin. Theoretisch. Wie gesagt, in dem Zustand, in dem ich mich befunden habe, die minus 15 hätte ich auf keinen Fall ohne Frieren überstanden. Das Kälteste, was ich mal drin geschlafen habe, das habe ich auch schon öfters erzählt, aber muss ich jetzt nochmal sagen, für der Vollständigkeit halber, war minus 12, minus 13 und das war in Ordnung. Man hat auch schon gemerkt, dass es kalt ist, aber grundsätzlich habe ich nicht gefroren. Nochmal Fazit zum Schlafsack. Und zum Zelt, bei beidem, wenn man das dann möchte, kann man bei beidem schon Gewicht sparen. Insbesondere beim Zelt, wenn man einfach nur ein Ein-Personen-Zelt mitnimmt, da hat man gleich mal eine ganze Ecke Gewicht gespart, ohne unbedingt an der Qualität sparen zu müssen. Es gibt ja gleichwertig hochwertige Ein-Personen-Zelte auch.
Ich habe den zusätzlichen Platz genossen, mir war das wichtig. Deswegen auch Kochen im Zelt würde ich nicht machen in einem Ein-Personen-Zelt. Also egal welches. Da einfach viel zu wenig Platz. Die haben auch die Sitzhöhe in der Regel nicht. Das müsste schon so ein ganz spezielles Ein-Personen-Zelt sein, dass man sagt, da drin könnte man kochen. Auch eben wegen der Luft, die drin ist, wegen der Kohlenmonoxidbildung. Ganz kritisch zu betrachten. Gut, aber das wäre potenziell sonst eine Möglichkeit. Kann man machen. Schlafsack, wie gesagt, halbes Kilo kann man da schon noch sparen, wenn man eben nicht jetzt so ein Militär-Special-Feature-Dingens haben muss, sondern irgendeinen normalen Outdoor-Schlafsack in Anführungszeichen, auch mit einer normalen Kapuze und wichtig, dem Defense 4 fehlt ein Wärmekragen. Ein Wärmekragen hilft auch nochmal sehr, dadurch, dass der da nicht drin ist. Müssten sie mehr Fullmaterial einbauen, um die gleiche Wärmeleistung zu erbringen, als man bei einem Schlafsack hätte, der einen vernünftigen Wärmekragen hat. Ich bin mir sicher, dass der fehlende Wärmekragen da deutlich was ausmacht am Gewicht quasi, also mehr nötigem Füllmaterial. Ja, da kann man also schon Alternativen nehmen. Aber es hat gut funktioniert. Also war wirklich super zufrieden. Würde ich mir jetzt nichts anderes kaufen. Würde ich jetzt so wieder mit losgehen, würde an anderen Orten ein klein wenig mehr Gewicht einsparen. Und generell muss ich so schnell keine 13-Tage-Tour mehr haben. Das war schon ziemlich ordentlich. Das ist in Ordnung, hat auch Spaß gemacht, aber ja, 10 Tage hätten auch gereicht, muss ich sagen. Das wäre auch okay gewesen. Gut. Isomatte habe ich ja jetzt zum ersten Mal dieses Ding hier in Verwendung. Man kann hier schon an meiner Hand sehen, ja, und an meinem Kopf, das hat schon ein wirklich kleines Packmaß, dieses Teil. Das ist auch sehr leicht, das wiegt glaube ich 410 Gramm oder sonst was. Und das ist eine Expert Synmat Ultra Light S. Die ist 163 x 52 x 7 cm, also im aufgeblasenen Zustand. Und wer sich jetzt so ungefähr vorstellen kann, wie lang so ein Ben ist, naja, mit 163 cm Mattenlänge komme ich nicht ganz hin. Das macht aber nichts, weil entweder kann man den Kopf auf den Schlafsack legen, auf den Rucksack. Oder alternativ die Füße unten von der Matte hängen lassen. Wenn man im Zelt liegt, fand ich Letzteres wirklich völlig problemlos. Also ich habe da den Kopf meistens noch auf der Matte gehabt und hatte halt die Füße dann wirklich im unteren Bereich meines Zeltes hängen, am Fußende. Das ist extra als Fußende ausgewiesen. Man kann sich auch andersrum reinlegen, aber ist dann nicht so komfortabel. Dann hängt man mit dem Kopf mehr oder weniger ein paar Zentimeter unter dem Zeltdach. Das war also kein Problem, die Länge von dem Ding. Dass die sehr schmal ist, daran gewöhnt man sich, gut, kommt auf das Schlafverhalten an. Wenn man jetzt jemand ist, der wirklich viel in der Gegend rumrollt, dann hat man ohnehin mit einem sehr engen Mumienschlafsack seine Probleme. Und natürlich auf so einer Matte hat man auch seine Probleme, weil man dann dauernd neben der Matte liegt. Hab da in der Hinsicht wenig Probleme. Ich wälze mich gern von einer Seite auf die andere, aber auf der Stelle. Also nicht, dass ich jetzt wälzt und dann liege ich da drüben, mache, sondern eher mehr so auf der Stelle so, und dann hat man sich halt umgedreht. Ungefähr so. Und da reicht das dann schon aus mit den, was hat die? 52 cm Breite. Das ist ungefähr, glaube ich, mit einer Bundeswehr Faltisomatte vergleichbar. Die ist, glaube ich, sogar noch ein Ticken breiter. Aber ja, das funktioniert schon. Das kann man schon so machen. Hatte da genug Platz. Was aber wirklich revolutionär eben im Vergleich zu dem, was ich bisher gewöhnt bin, gewesen ist, ist die Dicke von dem Teil von 7 cm in aufgeblasenen Zustand. Das ist schon fast eine Matratze. Also da liegt man wirklich ganz hervorragend. Was ich aber auch festgestellt habe, die schützt nicht bei unebenem Untergrund. Der bleibt dann halt eben uneben. Und wenn da eine Kuhle ist, dann liegt man halt immer noch in der entsprechenden Kuhle. Also so viel macht die Dicke dann auch nicht aus. Man sollte auch nicht versuchen, mit dem Ding auf irgendwelchen Steinen oder Wurzeln zu schlafen. Erstens kriegst du dann relativ schnell wahrscheinlich Löcher. Gehe ich mal davon aus, habe ich jetzt nicht erlebt, aber könnte ich mir schon vorstellen. Das Material ist schon sehr, 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 sehr dünn und wirkt jetzt nicht so super, super stabil. Und zweitens kann es auch nur begrenzt jetzt so eine Wurzel im Rücken, selbst wenn da relativ viel von Material von der Matte drauf liegt, das kann nur begrenzt ausgeglichen werden. Das ist dann immer noch ungemütlich.
Sonst super bequem, habe auch keinerlei Probleme gehabt mit irgendwelchen Kälte. Ja, irgendwelche Kälte konnte ich auch nicht bemerken von unten, aber so kalt war es auch nie. Das müsste man halt nochmal im Winter ausprobieren. Ich glaube, sie ist bis minus 6 Grad angegeben, dass man sie bis minus 6 verwenden kann. Was für einen R-Wert die jetzt hat, weiß ich nicht auswendig. Das müsst ihr dann auch schon selber recherchieren. Aber da war ich auch super zufrieden mit dem Ding. Küchenzubehör war im Wesentlichen Trangia-Brenner. Original allerdings. Ich habe aber auch noch nicht gesehen, dass es nennenswerte Qualitätsunterschiede zwischen dem Originalbrenner und der billigen Replika-Version aus China gibt, außer dass der Dichtungsring vom Deckel bei der Replika-Version wahrscheinlich nicht viel taugt, habe ich gehört. Mein Dichtungsring hält seit ewig vielen Jahren immer noch wunderbar dicht. Da ist noch nie was ausgelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie alt mein Trangia ist. 15 Jahre sicher. Eher ein bisschen mehr. Trangia-Brenner, also der Klassiker schlechthin, hat in Schweden einen riesigen Vorteil. Man bekommt wirklich überall Spiritus. Das gleiche gilt für Norwegen. Das ist ein omnipräsenter Brennstoff. Ich hatte ja das Problem am Anfang der Tour, dass die Fjällstationen, also diese großen Berghotels, muss man schon fast sagen, die richtig großen Dinger, nicht diese kleinen Hütten, sondern die richtig großen, die auch Duschen haben übrigens. Die hatten ja noch zu, als ich gestartet bin. Das wusste ich auch vorher, dass die wahrscheinlich zu haben werden. Ich hatte gehofft, vielleicht hat sie doch offen, aber ich bin davon ausgegangen, dass die zu haben. Und das war der Punkt, wo ich mich gegen meinen Benzinkocher entschieden habe. Den wollte ich ursprünglich mitnehmen. Zum Trangia-Brenner, zum Spiritus-Brenner. Da gibt es übrigens auch nochmal leichtere, modernere, hightechigere Alternativen zum klassischen Trangia, aber das sehe ich nicht ein. Dieses Ding ist so ein Klassiker, so robust und unzerstörbar gefühlt. Da würde ich immer zum klassischen Trangia greifen, einfach wegen dem Gefühlfaktor. Die findet man übrigens auch in Nothütten. Manche Hütten, also diese kleinen Hütten, nicht die Übernachtungshütten, die ganz kleinen Pausemachhütten quasi, die haben teilweise so Schränke mit Notausrüstung für in Not geratene. Steht extra dran, nur wenn du in Not geraten bist. Habe ich auch nie was von genommen. So groß war die Not dann nicht. Da gibt es dann Pflaster, OBs. Sicherlich sehr hilfreich für die eine oder andere in Not geratene. Verbandsmaterialien. Auch ein bisschen was zu essen ist oft drin. Und vor allen Dingen Spiritus und irgendeine Variante eines Trangia-Brenners mit teilweise etwas seltsamen Gestellen drumherum, die ich noch nie gesehen habe. Aber vielleicht ist das irgendwas Schwedenspezifisches oder irgendeine Uralt-Version des Trangia-Brenners. Ich weiß es nicht. Aber das gab es wirklich mehr oder weniger. Habe ich bestimmt fünfmal irgendwo welche gesehen. Wenn man also auf Spiritus setzt als Brennstoff, den kann man sogar in Notsituationen in den Hütten eben entsprechend finden und da seine Reserven auffüllen, wenn es wirklich zu so einem Notfall kommen sollte. Und es gibt ihn in jedem Supermarkt, an jeder Tankstelle, wirklich überall in Schweden Spiritus zu kaufen. Das war so der Hauptgrund, weshalb ich mich dann für den Spiritusbrenner entschieden habe. Was passieren kann, für diejenigen, die das nicht wissen, ist, dass der Spiritus schlecht zündet bei sehr niedrigen Temperaturen. So 5, 6 Grad, das ist so die Grenze. Da hat man dann schon Schwierigkeiten, den unter Umständen anzuzünden. Unter Umständen, das kann auch schon mal besser klappen, mal ein bisschen schlechter und so weiter. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Unter anderem kann man den Kocher vorwärmen, indem man den einfach mit dem Spiritus drin über eine Flamme hält. Das kann man gerade mit der Hand einigermaßen machen. Wenn einem das zu brenzlig wird, kann man den einfach quasi wie die Tasse auf die Buschbox stellen. Oder irgendeinen anderen Hobo-Kocher. Ich habe jetzt mal exemplarisch das Ding hier. Ich baue die jetzt nicht auf. Wisst ihr ja alles, wie das aussieht. Und ja, dann halt quasi mittels Hobo-Kocher, indem man einfach ein bisschen Birkenrinde geschmissen hat. Da muss man gar nicht erst mit Holz anfangen. Birkenrinde ist omnipräsent, die gibt es überall. Den ein bisschen vorheizen und dann lässt sich der Spiritus auch wirklich problemlos ganz einfach entzünden. Problem gelöst. Das Ding hatte ich dann eigentlich im Wesentlichen als Kombi aus Windschutz und Notoption, wenn mir doch mal irgendwann der Spiritus ausgehen sollte. Ich hatte ja viel mehr, als ich jemals gebraucht habe dabei, weil ich eben Angst hatte, dass mir der Spiritus eventuell mal ausgehen könnte. Aber dann hätte ich halt eben mit der Buschbox noch die Option gehabt, Holz zu verfeuern.
auf eine relativ effiziente Art und Weise. Ja, man kann überall Feuer machen. Ja, man darf auch fast überall mit gewissen Ausnahmen, zum Beispiel im Rogengebiet wäre das nicht erlaubt gewesen. Da sind die aktuellen Videos, die aktuellen Folgen, da renne ich ja gerade im Rogengebiet rum. Ja, da gibt es schon Optionen, aber wie ihr gesehen habt, bin ich überall die meiste Zeit oberhalb der Baumgrenze unterwegs und mit was soll man denn da bitte schön ein Holzfeuerchen anzünden? Da gibt es ja nur so Zwergsträucher, die kann man auch verbrennen, aber damit ein richtiges Lagerfeuer am Boden zu machen, ein klassisches, das ist schon schwierig, das muss erstmal klappen. Und da ist ein Hobo schon erheblich praktisch, um so ein Holz dann wirklich noch verheizen zu können, weil halt die Brennleistung, die Brenneigenschaften von Holz in so im Hobokocher doch deutlich verbessert werden. Das war so der Hauptgrund, weshalb ich den noch mitgeschleppt habe. Da gibt es, glaube ich, nicht mehr viele leichtere Lösungen als eine normal große Buschbox, also die kleine in Titan. Wüsst jetzt nicht, ob es da jetzt noch wirklich einen nennenswert produktiven Hobokocher gibt, der da noch mal viel weniger wiegt. Ja, die Buschbox Ultralight vielleicht, aber die gefällt mir nicht. Das ist ja einfach nur eine Dose, wo du dann ein Feuer da drin machst. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die eine großartige Brennleistung hat. Also wenn, dann will ich schon dieses Stecksystem, diese normale. Auch aus Platzgründen habe ich das Stecksystem sehr praktisch gefunden, wenn man sich das einfach irgendwo in den Rucksack noch dazu reinsteckt. Ich halte es aber immer in meinen Kessel drin. Also ganz drin, das passt da schon ganz rein. Es ist nur ein bisschen schwer, es dann wieder rauszukriegen. Deshalb mache ich es jetzt nicht ganz rein. Ja, das zum Kochsetup. Kessel, richtig, Kessel. Inzwischen sieht er so aus, so sah er nicht aus vor der Tour. Ich habe das einmal über dem Feuer gekocht und das hat schon gereicht, dass er jetzt natürlich durchgeschwärzt ist. Ich habe ihn jetzt ein bisschen sauber gemacht, aber ich lasse mein Kochgeschirr. Ich habe meine Zeit lang wirklich immer minutiös alles geputzt und immer schön auf Hochglanz poliert und so weiter und so fort und wirklich alles abgekriegt. So gut das irgendwie ging, inzwischen ist mir schon egal. Damit es nicht mehr klebt und der Ruß so weit ab, dass man es anfassen kann, ohne sofort eine allzu schwarze Hand zu bekommen. Und das langt dann schon an sauber. Und ansonsten darf das gerne diese schöne schwarze Patina bekommen. Das finde ich eigentlich ganz ansprechend. Der Kessel war wirklich super, aufgrund dessen, dass der halt unten doch relativ breit ist, kann gerade, wenn man einen Trangia-Brenner verwendet, die ganze Flamme vollständig den gesamten Boden des Kessels erhitzen. Es geht kaum Flammen am Rand vorbei, wo dann die Haupthitze halt verloren geht. Ist also eine sehr effiziente Angelegenheit mit diesem Kessel. Und wenn man nur Wasser kocht, und ich habe ja im Wesentlichen eigentlich immer nur Wasser gekocht für alles, was ich essen wollte, bis auf das Rührei in der letzten regulären Folge oder vorletzten, je nachdem, wann ihr das guckt. Da habe ich tatsächlich dann meine Pfanne gebraucht, um das anzubraten, aber sonst eigentlich immer der Kessel und das war wirklich wunderbar. Am Kessel gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Natürlich hat der Kessel noch einen Deckel und wer den Kessel noch nicht kennt, den habe ich im Prinzip auch von meinen Eltern abgestaubt. Den hatten sie vor 40 Jahren oder was in Schottland im Einsatz. Das kommt ungefähr hin, ja, mit den 40 Jahren. Na, so alt bin ich noch nicht. Kurz danach gab es dann mich, also so lange ist es dann doch noch nicht her, wenn ich so drüber nachdenke. Gut, dann ist es halt, sagen wir mal, 35 Jahre her. Das kommt ungefähr hin, ja. Aber der ist alt, der Kessel. Der ist definitiv alt. Zumal er wahrscheinlich schon 2 Jahre alt war, bevor er gekauft worden ist, damals. Also dann, na, da kann man sich drauf einigen. Super zufrieden mit dem Kochsetup, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Ich hatte noch einen Aluminium-Windschutz zum hier nochmal zusätzlich drum machen, um nochmal zusätzlich Brennstoff zu sparen. Ich habe den ein paar Tage lang verwendet, bis ich eben realisiert habe, dass ich viel zu viel Spiritus dabei habe und mir der 5-mal reichen wird. Ja, nicht ganz, aber doppelt hätte er gereicht. Und habe ihn dann einfach weggelassen, weil ich mir gedacht habe, habe eh viel zu viel Brennstoff. Habe ja dann auch nach 5 Tagen oder 6 Tagen fast 1 Liter Spiritus in der Hütte ja als Gastgeschenk dagelassen, damit ich nicht mehr ganz so viel Spiritus mitschleppen muss. Warum habe ich so viel Spiritus mitgeschleppt am Anfang? Es gab keine kleineren Flaschen. 1 Liter erschien mir zu wenig, 1,5 Liter hätte ich gern gehabt. Es gab aber nur 1 Liter Flaschen. Also hatte ich die Wahl, entweder nur 1 Liter oder 2 Liter. Ich wäre mit 1 Liter insgesamt hingekommen, weiß ich jetzt. Hab dann aber gedacht, dann nimmst du sicherheitshalber mal die 2 Liter mit. Da hatte ich noch überlegt, ja, machst du die Flasche jetzt irgendwie halb leer? Ja, Mist, wo kippst denn du das dann hin? Einfach in die Landschaft kippen.
Sagen wir mal so, unter all den möglichen Outdoor-Brennstoffen ist Spiritus der einzige, den man auch zur Not, wenn alle Stricke reißen, wirklich in die Landschaft kippen kann, ohne gleich eine Umweltkatastrophe auszulösen. Ist nicht so gut, ist aber nicht so schlimm. Das ist einfach nur Alkohol. Die Natur kennt Alkohol. Die kann damit umgehen, die kann den abbauen. Der entsteht bei alkoholischer Gärung. Das gibt es zum Beispiel, wenn Obst vom Baum fällt. Ne? Je nachdem, welche Bakterien sich dann mit dem Obst auseinandersetzen und insbesondere unter Luftabschluss, aber unter verschiedenen Bedingungen in der Natur taucht Alkohol natürlich auf. Das ist ein Biostoff in Anführungszeichen. Das Ökosystem ist den gewohnt, das weiß, wie man den auch wieder loskriegt. Nicht so gut Benzin, gar nicht gut. Insbesondere in einer Landschaft, in der fast jedes Wasser trinkbar ist, was dann auch jeder tut. Da eine Flasche Benzin in die Landschaft zu kippen, das ist eigentlich eine, ja, dafür gehört man gesteinigt, geteert und gefedert. Vielleicht in anderer Reihenfolge. Nein, das geht mal überhaupt nicht. Also da hat man wirklich nur die Option, das Zeug bis zum Ende, bis zu einer Sondermülldeponie mitzuschleppen, wo man das dann eventuell loswerden kann. Oder man macht sich halt ewig viel Tee am letzten Tag auf dem Kocher und kocht sich wirklich Unmengen von Wasser, bis halt sämtliches Benzin mal weg ist. Die einzige Möglichkeit, das halbwegs umweltfreundlich loszuwerden, ist verbrennen. In die Landschaft kippen ist wirklich, das geht gar nicht. Das ist also nochmal definitiv ein Vorteil von Spiritus, den ich an dieser Stelle mal erwähnt haben wollte. Gas wäre natürlich auch eine Option gewesen, aber das ist schlicht und ergreifend daran gescheitert, dass ich keinen Gaskocher besitze, also bis auf so einen blauen Campinggas, Amateur-Gaskocher in Anführungszeichen. Und ich wollte mir jetzt nicht extra nochmal einen teuren Kocher kaufen für die Tour. Irgendwann ist das Budget dann auch mal aufgebraucht und nein. Nein, außerdem, mir reicht, dass ich einen Spirituskocher besitze, jetzt inzwischen sogar diverse Hobo-Kocher und für die krassen Fälle dann halt noch einen Benzinkocher und damit bin ich eigentlich ganz glücklich. Ja, Gaskocher sind toll und so weiter, aber mich nerven diese Kartuschen, dass die im leeren Zustand genauso groß sind wie im vollen, das nervt mich. Das persönlich finde ich das total schrecklich, geht mir auf den Keks. Natürlich ist das jetzt... Da kann man auch mit irgendwie mit leben. Da kann man auch mit umgehen mit dieser Tatsache. Aber meh. Außerdem, Gaskartuschen sind halt nicht so einfach zu bekommen. Wenn Benzinkocher, wenn alle Stricke reißen, kannst du noch Diesel nehmen. Oder halt normales Benzin, super bleifrei, super 95, super 98, scheißegal, irgendein super halt. Das geht auch. Das muss man zwar hin und wieder mal sauber machen und so weiter, aber funktioniert. Man kann auch Kerosin nehmen, theoretisch. Daran wird man in der Regel nicht kommen, aber es geht. Bei dem Gaskocher kannst du halt nur Gaskartusche nehmen. Wenn du keine Gaskartusche kriegst, dann kannst du auch nicht kochen. Ganz einfach. Und auf der Tour, ich hätte unterwegs keine Chance gehabt, irgendwo neue Gaskartuschen herzukriegen. Und ich hätte dann doch bei der Länge der Tour einiges an Gaskartuschen auch hätte mitschleppen müssen. Und ich hätte die auch unterwegs nicht, na doch, ich hätte sie entsorgen können, wahrscheinlich bei den Hütten. Weiß ich nicht, ob man da Gaskartuschen einfach so in den Mülleimer schmeißen kann. Das weiß ich jetzt schlicht und ergreifend nicht. Kenne mich da auch nicht aus, ob es da irgendwelche Sonderbestimmungen gibt, wenn die leer sind, ob man die in normalen Müll werfen kann oder wo die dann hingehören, weiß ich nicht. Jedenfalls Nachschub hätte es nicht gegeben. Man hätte für die gesamte Tour von irgendwo in Schweden welche kaufen müssen. Und um die Jahreszeit, wo ich da war, hätte ich ums Verrecken nirgendwo welche gekriegt. Also die Tankstelle hatte keine, die es vor der Wildnis noch gab. Und der Supermarkt, in dem ich meinen Spiritus gekriegt hatte, der hatte halt auch nur Spiritus. Das war das einzige Brennmaterial, was du da kaufen kannst. Und Kerzen. Zitronella-Kerzen gegen Mücken, die nicht viel bringen, vermutlich. Jedenfalls nicht bei den Mengen an Mücken, die in Schweden unterwegs sind. Gut! Das sind so meine Erfahrungen zum Kochgeschirr gewesen. Oh, wir kommen zum Punkt Futter. Zum einen, ja, erstmal so ein bisschen was Allgemeines. Ich hatte ja schon in der Proviantplanung erzählt, ich wollte mitnehmen 1800 Kalorien pro Tag. Ungefähr. Habe ich auch so gemacht. Habe aber dann, weil ich mir eben nicht sicher war, inwiefern ich überhaupt irgendwo Proviant nachkaufen kann, für den Fall des schlimmsten Falles, so viel Reserveproviant mitgenommen, dass ich über die gesamte Strecke hin ausgekommen wäre. Und letztendlich war das ja auch notwendig, außer dass ich noch ein Päckchen Kartoffelbrei und ein paar Dextro Energy unterwegs gefunden habe. Sagen wir mal, die Dextro Energy, die waren ganz lustig für den Moment.
aber ich wäre auch ohne zurechtgekommen. Das Päckchen Kartoffelbrei, das war für die Psyche einfach wichtig, weil ich dann nicht nur Kartoffelsuppe essen musste, von der ich weiß, okay, die hat jetzt gerade mal 280 Kalorien oder was. Der gesamte Beutel, die gesamte große Tasse Kartoffelsuppe, die ich mir jetzt hier gerade reinziehe, die füllt zwar den Magen, aber wenn man weiß, da sind kaum Kalorien drin oder vergleichsweise eher wenig natürlich, also kaum ist jetzt auch übertrieben, ist nicht gut für die Psyche. Wenn man sich da hingegen noch Kartoffelbreipulver reinkippt und dann damit so eine richtig schöne dicke Kartoffelpampe, die immer noch sehr gut geschmeckt hat, muss ich sagen, machen kann, dann ist das für die Psyche schon was ganz, ganz anderes. Und deswegen war ich nach wie vor, bin ich immer noch sehr dankbar für das Päckchen Kartoffelbrei, das ich mir da unterwegs noch geschnappt habe. Das war ja zur freien Verfügung, for free, stand drauf. Mhm. Generell zum Essen, Expeditionsnahrung, also diese gefriergetrockneten Trekking-Mahlzeiten da, die sind schon super praktisch und kaum wegzudenken. Ja, man kann, wenn man in weniger extremen Gegenden unterwegs ist, braucht man ja generell weniger schwere hochwertige Ausrüstung, kann zum Beispiel im Bereich des Schlafens jede Menge Gewicht sparen, indem man zum Beispiel nur einen 500 Gramm Schlafsack mitschleppt, weil es einfach nicht so kalt wird, da reicht das ja. Oder man braucht halt eben überhaupt kein Zelt, sondern nimmt nur einen Tarp oder irgendein super leichtes Hängematten-Gedönse. Das ist ja vom Gewicht her ungefähr vergleichbar. Vielleicht braucht man noch nicht mal eine Isomatte, weil es wirklich so warm ist, dass man in der Hängematte zum Beispiel auch so einfach liegen kann und trotzdem angenehm schläft. Gibt es da diverse Möglichkeiten. Bei mir war das halt eben einfach keine Option. Und dann habe ich halt nicht die Gewichtsreserven übrig, um zum Beispiel normale gefriergetrocknete Nahrung mitzunehmen. So Maggi, Knorr, Knorrfix, Hüttenschmaus, wie auch immer die alle heißen. Irgend sowas in der Richtung kam dann schon nicht mehr in Frage. Weil die haben zwar auch ganz gut, ganz in Ordnung Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis. Das ist ganz okay. Das Problem bei den Dingern besteht im Wesentlichen darin, dass die unglaublich lange kochen müssen zum Teil. Also so 10, 12, 13, 14, 15 Minuten. Und draußen dauert das ohnehin alles nochmal ein bisschen länger und dann ist man wirklich bestimmt 20 Minuten am Rumköcheln, wenn man das wirklich in der optimalen Konsistenz haben möchte. Das macht A, Arbeit, die man sich abends unter Umständen nicht mehr antun möchte, je nachdem, wie weit man am Tag so gelaufen ist. Und B, braucht das unglaublich viel Brennstoff. Jetzt habe ich schon viel zu viel Brennstoff dabei gehabt. Das war ja aber so nicht geplant. Im Nachhinein hätte man das also vom Brennstoff her schon machen können. Deswegen führt für längere Touren im Fjell führt da eigentlich fast kein Weg mehr dran vorbei. Da gibt es ganz, ganz wenig Alternativen dazu. Wie gesagt, längere Touren und im Fjell. Diese beiden Faktoren sind wichtig. Kürzere Touren in Südschweden im Wald. Ja, kein Problem, da kannst du auch einen Sack Kartoffeln mittragen, wenn es sein muss. Wenn das nur über 3 Tage ist oder irgendwie. Das geht dann auch. Da kann man auch Feuerle machen, wirklich problemlos und wirklich nahezu überall. Braucht man überhaupt keinen Brennstoff mitschleppen. Was auch wieder gut ist, weil so ein Sack Kartoffeln kochen, das dauert ja auch eine Weile. Oder je nachdem, was man da draus machen möchte. Aber im Fjell geht das halt wirklich nicht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der da mal versucht hat, mit anderer Nahrung als eben diesen gefriergetrockneten Futterzeugs da über längere Strecken autark unterwegs zu sein. Betonung, längere Strecken, autark, im Fjell und das Ganze auch noch relativ früh im Jahr, wo es halt auch noch knackig kalt ist. Ne? So, die anderen Sachen zu essen, da möchte ich hervorheben, weil das eigentlich eine Erkenntnis war, die ich unterwegs so hatte. Das Zeug ist toll. Also das ist Porridge, das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und auch verschiedene Anbieter haben das in Tütenform. Da sind im Wesentlichen Haferflocken mit Milchpulver, die kann man mit kochendem Wasser aufgießen. Und das Schöne ist, danach muss man sie nicht noch kochen, sondern einfach nur kochendes Wasser reinkippen und ziehen lassen. Und zwar, ja, 3 Minuten. Schmeckt so in dem Zustand, wie sich diese Tüte befindet. Ja, ganz in Ordnung. Da ist aber, glaube ich, überhaupt kein Zucker drin. Nein, null Zucker drin. Jetzt der Schotte, der isst sein Porridge teilweise ganz gerne in Herzhaft und streut sich noch ein bisschen Salz drüber. Der will das also gar nicht süß. Ich bin eher der süße Typ. Ich habe da schon gern Zucker dran. Mir schmeckt das ohne Zucker eigentlich nicht so. Ist ja aber kein Problem, weil so eine Tüte wiegt 65 Gramm. 2 davon, dann ist man bei 130 Gramm. Gucken wir das mal nach.
Oh, tatsächlich, stimmt sogar. Und wenn man jetzt dazu noch, keine Ahnung, 20 Gramm Zucker-Zimt-Mischung vielleicht dazu rechnet, das ist ja schon recht großzügig, je nachdem, wie viel man da halt individuell, wie süß man das gerne haben möchte und so weiter, dann ist man bei, ja grob, 150 Gramm. So, jetzt kann man sagen, ja gut, aber so viel Kalorien haben die ja nicht pro 100 Gramm, nämlich gerade mal, ja, also ein so ein Beutel hat 250 Kalorien, stelle ich hier gerade fest, zubereitet. Zwei Beutel bist du bei 500 Kalorien. Das ist jetzt nicht so toll. 150 Gramm Material, das man mit sich rumschleppt. Und dabei, okay, der Zucker hat auch noch Kalorien. Dann sagen wir mal 560, 570 Kalorien für das gesamte Dingens. Klingt jetzt erstmal nicht so optimal, wenn man sagen kann, man hat ein Müsli, das hat pro 100 Gramm, nur 100 Gramm, bereits fast 500 Kalorien. Und das hier hat die 500 noch was erst bei 150 Gramm voll. Also schon ein gewisser Unterschied, ne? Jetzt ist es aber so, man muss beim Müsli ja mitrechnen, das sind nicht nur 100 Gramm Müsli, die ich da mitgeschleppt habe, sondern da hatte ich ja noch nicht die Milch drin. Und als Milch habe ich ja, das habe ich jetzt hier nicht da, so einen Riegel genommen von F100 Compri, also ein Milchkomprimat-Riegel. Das ist auch so ein Zeug, was man theoretisch als Notnahrung alleine futtern könnte, schmeckt aber grausam. Als Milch hingegen kann man ziemlich gut gebrauchen. Das muss man dann halt ein bisschen zerbröseln, schmeißt das in seine Tasse, schmeißt da drauf dann das Müsli und gibt dann halt eben entsprechend Wasser drüber. So gesehen, ganz in Ordnung. Nur, was man jetzt halt eben nicht beachtet ist, dass ein so ein Riegel auch nochmal 62,5 Gramm wiegt. Man ist also bei sehr vergleichbaren Gewichten zu dem Porridge-Zeug. Aber so ein Riegel hat auch nochmal 377 Kalorien. Und, nee, ich glaube doch 330 waren es, glaube ich. Und dann ist man beim Müsli bei 840 Kalorien ungefähr für die gesamte Mahlzeit, die genauso viel wiegt wie halt eben die Porridge-Mahlzeit bei 560 Kalorien oder was. Also Müsli ist schon immer noch die beste Möglichkeit, insbesondere wenn man es statt mit normalem Milchpulver mit F100 Compri Milchpulver anrührt, was ohnehin diese F100 Compri Riegel, die sind meiner Meinung nach auch besser zu transportieren als reguläres Milchpulver. Klar, das kann man sich in irgendwelche Fläschchen abfüllen und so weiter und so fort. Gibt es auch noch diverse Möglichkeiten. Aber da sind halt auch noch Vitamine zugesetzt. Schaden können die nicht. Jetzt kann man sich eben streiten, inwiefern das echte Vitamine sind, wenn sie chemisch erzeugt wurden. Kann man sich wirklich ganz hervorragend streiten, ich fange jetzt nicht damit an. Jedenfalls, dass da halt auch noch drin ist, nochmal ein kleines Plus. Also Müsli als Frühstücksnahrung eigentlich nach wie vor unschlagbar. Trotzdem möchte ich eben auf dieses Zeug hier hinweisen, weil das halt einfach sehr wenig Arbeit macht und richtig, richtig lecker schmeckt, wie ich finde. So ein Porridge, außerdem ist das was Heißes am Morgen. Klar, man kann sich sein Müsli auch mit heißer Milch machen, aber ja, gut, es geht auch. Also das war auf jeden Fall eine Offenbarung. Da war ich froh, dass ich die dabei hatte. Man kann die auch notfalls, wenn man wirklich mal nicht so viel Hunger hat, morgens eben so rationieren, dass man sagt, man macht sich nur eine Tüte. Es gibt mit Müsli natürlich auch, dass man es rationieren kann, aber ja, vielleicht einfach so als Erkenntnis. Porridge-Tütchen hier, diese da, die sind toll, die sind praktisch, die werde ich in Zukunft häufiger in meine entsprechende Proviantplanung aufnehmen. Dann wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen, eben jetzt dieses tolle, super Spezialfutter hier. Wenn man auf die Dauer nur von diesem Kram leben muss, dann schmeckt das schon relativ schlecht. Und ich habe halt den Vorteil, dass mir viele Dinge, die objektiv gesehen schlecht schmecken, ganz gut schmecken. Siehe Dosen-Cheeseburger. Ah, lecker. Das ist halt mein persönlicher Vorteil. Trotzdem in jedem Fall, man kriegt kaum, ich kenne nichts, außer ein Block Fett. Oder eine Flasche Öl oder irgend sowas in der Richtung, kenne ich kaum Nahrungsmittel, die pro Gewicht so eine Kaloriendichte haben wie das Zeug und gleichzeitig auch noch ohne Kochen, ohne Vorbereiten, ohne Zubereitung irgendwie roh einfach so verzehrt werden können. Deswegen ist das wirklich die ideale Zusatznotnahrung, die man zusätzlich zu regulärem Proviant zur Aufstockung der Kalorienmenge, auch eben gerade bei expeditionsartigen Touren, dann noch super mitnehmen kann.
Ich finde, das ist wirklich nur eine Option für irgendwelche Tuchen und ähnliches. Man muss sich das Zeug nicht unbedingt, keine Ahnung, eine halbe Tonne davon im Keller einlagern. Da sehe ich nicht ganz den Sinn und Zweck dahinter, weil ich glaube, man wird relativ schnell wahnsinnig, wenn man sich nur von diesem Zeug ausschließlich oder einem ähnlichen Zeug, also die schmecken jetzt alle nicht so unglaublich unterschiedlich, habe ich den Eindruck, ernähren muss. Also das halte ich für Schwachsinn, aber für irgendwelche Touren wie eben jetzt meine Schwedentour, da war das wunderbar, da war das Gold wert und ich war extrem froh, dass ich das auch noch dabei hatte. Zur Zubereitung, wer das noch nicht weiß, ein so ein Riegel. Würde ich einen halben Riegel von diesem F100 Grand Prix, das sieht genauso aus, ist nur weiß, dazugeben und das gibt dann eine kleine Portion. Und dazu Wasser. Das gibt dann nämlich einen Brei. Und als Brei ist das erheblich, wirklich erheblich leckerer, wenn man das so mampft. Vor allen Dingen kann man den Brei dann nochmal geschmacklich variieren, indem man zum Beispiel Zimt dran gibt. Zucker und Zimt, wenn man es ganz süß haben will, das ist ja ohnehin schon so leicht süßlich. Also viel Zucker würde ich da auf keinen Fall dran machen, aber ein bisschen kann man schon mal, insbesondere vielleicht für Kinder interessant, die ja gerne süß mögen oder gerade nach so einer Tour hat man dann schon mal das Bedürfnis nach mehr süß, als man das vielleicht zu Hause hat. Da ist das auch nochmal eine Option. Man kann Schokostückchen dran machen. Wenn man zum Beispiel sowieso Schokolade dabei hat, kann man sich die ein bisschen raspeln, also mit dem Messer schnitzen. Man hat ja natürlich keine Raspel dabei. Das dann reinmachen, habe ich auch ausprobiert, schmeckt auch lecker. Also vergleichsweise lecker. Oder irgendwelche gefundenen Beeren ranmischen. Das ist natürlich in jeder anderen Jahreszeit, außer als ich da war, in Skandinavien auch keine große Schwierigkeit. Blaubeeren sind ja im Spätsommer dann wirklich überall massenweise zu finden. Auch Preiselbeeren, Krähenbeeren. Krähenbeeren gab es sogar zu meiner Zeit. Die bleiben das ganze Jahr über quasi am Strauch. Also diese so hohen Dinger, das sind ja ein Strauch. Hängen und die schmecken jetzt wirklich nicht besonders lecker, aber man kann die auch essen. Also so im Bereich, oh Gott, ich muss verhungern, ich brauche jetzt Notnahrung, da wäre jetzt bei mir auf meiner Tour Krähenbeere in Frage gekommen. Die hat übrigens nichts mit Cranberry zu tun, also dem englisch klingenden Ding. Das sind zwei völlig, also nicht völlig unterschiedlich, aber doch sehr weit voneinander entfernte Pflanzen. Also das nur, damit da keine Verwechslung aufkommt. Krähenbeere vom Vogel, der Vogel. Ja, beim Essen eine Innovation, die ich so noch nicht hatte bisher, war, dass ich so kleine Mini-Salami mitgenommen habe, so Cabanossi-ähnliche Dinger. Habe ich jetzt auch natürlich wieder nicht da zum zeigen. Statt Trockenfleisch, weil mein übliches Trockenfleisch, Beef Jerky, das hat gar nicht so viele Kalorien. Das schmeckt zwar unglaublich gut und hat einen enorm hohen Eiweißanteil, aber Kalorien ist, ja, da fehlt halt das Fett. Das ist ja vollständig mageres Fleisch. Hingegen so eine Salami, die hat in der Regel so einen Fettanteil von 50% oder irgendwas. Da kommen dann halt schon Kalorien zusammen. Und ich hatte, glaube insgesamt 300 Gramm solche Mini-Salami-Dinger dabei. Und die hatten zusammen bestimmt ein bisschen über 1000 Kalorien. Also, nee, deutlich über 1000. Ich glaube 1200 oder was. Also, es hat sich schon richtig gelohnt von den Kalorien her. Und aufgrund dessen habe ich eben mich entschieden, dann nehme ich halt mal dieses Mal Salami und nicht mein geliebtes Trockenfleisch. Aber es ist halt geschmacklich nicht dasselbe. Das Trockenfleisch ist eine Offenbarung. Oh, lecker. So eine Salami, ja, schmeckt gut, kann man essen, ist in Ordnung. Tut mal gut zwischendurch, aber es ist halt, die Offenbarung fehlt. Die Offenbarung bleibt aus. Deswegen weiß ich nicht, nächste Tour vielleicht doch lieber wieder mein übliches Trockenfleisch oder eine Kombination aus beiden. Ich glaube, das wäre wohl das Schlauste, wenn ich einfach von beiden ein bisschen was mitnehme und dann habe ich einmal das Aha-Erlebnis, das Oh und das andere Ding halt mir wirklich auch zum Sattwerden.